Sie entwickeln eine Art experimentelle Technologie. Ein biologisches Antriebssystem. Mein Tricorder zeigt einen Energietransfer an. Ich bin Commander Jet Reno, Ingenieurin. Ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber ich stecke bis zum Ellbogen in Tellaritengehirn. Der Universalübersetzer in dieser Sektion ist Nomas. Kann ich Ihnen helfen? Wenn Sie keine Umleitung der Plasmaregulierung vornehmen können, um die Relaiskopplung zu isolieren, eher nicht. Und wurde beauftragt, eine Firewall für die kritischen Antriebssysteme aufzubauen. Mir war zwar nicht klar, dass ein Gewächshaus kritisch oder ein Antriebssystem sein kann, aber geschenkt. Ich bin Schrauber und kein Gemüsebauer. Gemüsebauer? Oh, bitte reden Sie nur weiter. Ihre Meinung interessiert uns sehr. Sollte sie auch. Antimaterie und Dilithium sind vielleicht oldschool, aber lassen einen nicht im Stich. Ja, wieso fliegen, wenn man auch kriechen kann? Doc, Sie kennen mich nicht. Ich bin unkränkbar. Ganz besonders durch Kerle, die glauben, sie können ein Schiff mit Pilzen fliegen, die ich von meiner Pizza pule. Sporen sind erneuerbar und sauber. Gibt's ein Hausdressing dazu? Wissen Sie, wie viele Planeten durch den Abbau von Dilithium zerstört werden? Wie viele Kriege geführt wurden, um die Versorgung sicherzustellen? Natürlich nicht. Sie gehören zu den Leuten, die das nicht interessiert. Und Sie gehören zu den Leuten, die erst, haha, einen auf witzig und dann plötzlich einen auf beleidigte Leberwurst machen, wenn Ihnen nichts mehr einfällt. Haben Sie einen Kaugummi? Traube. Die Erde ist erst vor wenigen Jahrhunderten knapp dem Klimakollaps entgangen. Dann sind wir alle aufgewacht. Und binnen einer Generation wurde alles vom Truck bis zum Toaster... Sie auch? Tut mir leid. ...mit Solarenergie betrieben. Die Solarmodule von gestern sind die Pilze von heute. Ah, wir können auch gleich alles mit Klebeband fixen. Die haben so viel gemeinsam wie ich und diese Schrauberfrau. Die Analogie könnte auch etwas Klebeband vertragen. Hier fließen 100 Giga-Elektronenvolt durch die Relais im Maschinenraum. Und wenn wir die Energie ableiten, wie bei einem Blitzableiter? Wir könnten die Tür als Erdung benutzen. Dann zerstreut sich die Spannung vielleicht über den Schiffsrumpf. Die Frage ist nur, wie leiten wir die Spannung von hier nach dort? Das wäre über ein Gas möglich, wenn es ionisiert. Ich verlangsame mit einer Argon-Xenon-Mischung die Zersetzung der Sporen. Wir könnten die Kanister miteinander verbinden. Dann hätten wir einen Blitzableiter. Die Idee ist gar nicht mal so blöd. Das ist meine Version von Hausdressing. Aber es rettet Ihnen das Leben. Gas frei! Gastransferrate bei 100%. Sie wollen das manuell machen? Na, Sie ja wohl offensichtlich nicht. Okay, ich bin soweit. Alles in Ordnung? Ich fühle mich, als wäre ich zum zweiten Mal diese Woche vom Blitz getroffen worden. Reno? Reno? Reno, sagen Sie doch was! Verrückter Traum. Ich habe bei Prince Schlagzeug gespielt. Da waren Tauben und ein paar Reiter. Okidoki.